es geht Ihnen wie uns. Wir verfolgen mit Entsetzen die unfassbare Katastrophe, die sich in Japan abspielt. Die Zerstörungen, Verwüstungen aufgrund des Erdbebens, des Tsunamis und in einer schrecklichen Zuspitzung dieser Katastrophe den Gau, die atomare Verseuchung, die sich immer weiter ausbreitet in Japan, jetzt wohl auch die Menschen in Tokio schon erreicht hat. Und es ist überhaupt noch nicht abzusehen, was das für die Menschen jetzt bedeutet und für die Zukunft der Menschen in Japan bedeutet. Ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt deutlich machen, dass wir bereit sind für Hilfen für Japan, Unterstützung, finanzielle Hilfen. Das steht jetzt an erster Stelle. Ich denke, es ist aber auch wichtig, deutlich zu machen, dass die Katastrophe in Japan nicht nur eine Naturkatastrophe ist. Der Tsunami, das Erdbeben, das sind Naturkatastrophen, gegen die es auch kaum Prävention gibt. Aber die atomare Katastrophe ist eine Katastrophe, die der Mensch gemacht hat und die der Mensch zu verantworten hat. Und deswegen ist es wichtig, auch die Konsequenzen daraus zu ziehen und auch zu diskutieren, was heißt das für die Energiepolitik, für die Atompolitik global, aber auch bei uns in Deutschland und bei uns in Bayern. Die Konsequenz kann aus unserer Sicht nur heißen, die Ereignisse in Japan zeigen das Ende des Atomzeitalters. Atomenergie ist nicht verantwortbar. Das ist das, was wir Grüne seit unserer Gründung sagen. Das war ein Grund der Gründung der Grünen überhaupt. Und das oftmals verniedlichtend genannte Restrisiko hat sich auf brutale Art und Weise jetzt in der Realität als Tatsache erwiesen. Die Aussagen der Atomlobby und die Aussagen von CDU, CSU und FDP, dass das Risiko beherrschbar sei und dass die Sicherheit über allen stünde, haben sich spätestens seit Japan als Lug und Trug herausgestellt. Das Sicherheitsversprechen von CSU, CDU und FDP ist als Lüge entlarvt worden. Und ich finde es in dieser Situation schier unerträglich, wenn sich jetzt ausgerechnet die vehementesten Befürworter und Antreiber der Atomenergie hinstellen und davon reden, dass sie ja angeblich auch nicht so wirklich für die Atomenergie waren, dass jetzt eine neue Situation eingetreten sei und dass man jetzt dann doch forciert die Erneuerbaren ausbauen sollte und die Sicherheitsfrage nochmal auf den Prüfstand stellen sollte. Hier wird erneut versucht, die Menschen zu belügen. Hier wird erneut versucht, die Dinge zu verharmlosen. Hier versucht die CSU aus Machtkalkül heraus ihre Haut zu retten. Auch das wird den Menschen nicht zu vermitteln sein und auch das ist nicht hinnehmbar. Die CSU tut so, als sei sie immer schon atomkritisch gewesen. In ihrer Panik vor den Wählern, die Quittung zu kriegen für ihren Pro-Atomkurs, versuchen sie sich jetzt sogar an die Spitze der Anti-Atom-Bewegung zu stellen, haben kein Problem damit, sich genau unsere Argumente zu bedienen, die gleichen Argumente, die sie noch vor einer Woche in den Bereich der Panikmache verwiesen haben, die gleichen Argumente, die sie noch vor einer Woche denunziert haben. Söder veranlasst die Abschaltung von ISA 1, weil er angeblich erst jetzt erkannt hat, dass dieses Atomkraftwerk nicht gegen Flugzeugabsturz gesichert ist. Ich verweise auf zahllose Initiativen der Grünen in den letzten Jahren. Wir haben Ihnen eine Chronologie beigelegt, was wir in den letzten 10, 20 Jahren alles hier im Landtag beantragt haben, welche Studien wir vorgelegt haben, welche Anhörungen wir durchgeführt haben, welche Informationen wir zur Verfügung gestellt haben. Permanent dieses Thema auf der Tagesordnung, permanent wurden wir der Panikmache bezichtigt und heute sagt Söder, jetzt müssen wir abschalten, weil jetzt hat sich herausgestellt, ISA 1 ist nicht gegen Flugzeugabsturz gesichert. Das ist an Dreistigkeit und Frechheit nicht zu überbieten. Wir stellen fest,
Die Atomkatastrophe in Japan ist auch ein GAU für die Atompolitik von Schwarz-Gelb. Die Atomkatastrophe ist ein GAU für die Glaubwürdigkeit von Seehofer, Söder und Konsorten. Diese Herren haben sich bis auf die Knochen blamiert. Was ist jetzt zu tun und was erwarten wir? Wir erwarten, dass in der Regierungserklärung morgen, die Söder abgeben wird, zunächst mal die Staatsregierung alle erdenkliche Hilfe anbieten wird für die Menschen in Japan. Wir erwarten zweitens, dass sich Seehofer und Söder hinstellen und ihren fatalen Irrtum eingestehen. Deutlich machen, wir haben uns geirrt in der Atompolitik. Da sind wir 30 Jahre lang in die Sackgasse gerannt, ohne es wahrnehmen zu wollen. Das wäre die Grundlage, damit wir überhaupt wieder ernsthaft mit der CSU in eine Auseinandersetzung, in eine Diskussion eintreten können. Wir erwarten ein Eingeständnis des Irrtums. Das ist die Grundlage für alles Weitere. Wir erwarten drittens, dass sich Seehofer und Söder bei den Menschen entschuldigen. Dafür, dass sie jahrelang belogen haben, dass sie ihnen Sicherheit vorgegaukelt haben, wo tatsächlich keine Sicherheit ist. Und wir erwarten, dass die Staatsregierung jetzt handelt, dass sie nicht wieder in Täuschungsmanöver abgleitet, dass sie nicht wieder so tut, als ob und sagt, es müssen jetzt andere machen. Wir erwarten, und das ist die ganz genuine Aufgabe des Umweltministers, dass der Umweltminister den Betreibern von ISA 1 die Betriebsgenehmigung entzieht. Das ist der Punkt. Er kann nicht sagen, da muss in Berlin die Gesetzeslage geändert werden. Aufgrund der bestehenden Gesetzeslage ist er zuständig für die Sicherheitsüberprüfung. Und er muss, wenn seine Ankündigung, dass ISA 1 endgültig haben soll, muss er sofort den Betreibern von ISA 1 die Betriebsgenehmigung entziehen. Das ist der Knackpunkt für die Glaubwürdigkeit des jetzigen Handelns des Umweltministers. Und wir erwarten, dass Schluss ist mit dieser unsäglichen Tatsachenverdrehung, dass angeblich die Grünen es sind, die seit Jahren den Ausbau der Erneuerbaren blockieren, weil wir angeblich die Leitungen nicht haben wollen und die Speicherkraftwerke nicht haben wollen. Das ist sozusagen eine weitere Verdrehung der Tatsachen, ein Schwarze-Peter-Spiel. Ich erinnere daran, dass die CSU es war, die im Bundestag gegen das erneuerbare Energiegesetz gestimmt hat. Ich erinnere daran, dass die CSU gegen jedes Windradl gekämpft hat, was irgendwo im Allgäu oder auf der Fränkischen Alb gebaut werden soll und das auch immer noch tut. Und ich erinnere daran, dass wir deutlich gemacht haben, dass wir natürlich für den Leitungsausbau sind und natürlich für Pumpspeicherkraftwerke sind, aber unter bestimmten Bedingungen. Und eine der Bedingungen ist, dass wir offensiv den Weg in den Ausbau der Erneuerbaren gehen und dass das Atomzeitalter beendet ist. Ich hoffe, dass wir diese Bedingungen jetzt gemeinsam haben als Konsens, auch mit der CSU und mit der Staatsregierung, und dass wir auf dieser Grundlage alles tun werden, gemeinsam tun werden, um den Ausstieg aus der Atomenergie so schnell wie möglich zu vollziehen und den Umstieg in die Erneuerbaren so schnell wie möglich in die Tat umzusetzen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, also die Ankündigung vom Montag, vom vergangenen des Umweltministers, ISA 1 vorübergehend oder auch endgültig vom Netz zu nehmen, hat wirklich so eine bittere Freude eigentlich ausgelöst. Man muss ja sagen, die Argumente, die waren ja letzte Woche auch schon bekannt, die jetzt dafür sprechen, die Anlage abzuschalten. Und dass es erst diese schrecklichen Bilder gebraucht hat aus Japan, bis der Minister zum Umdenken gekommen ist, ist wirklich eine, das ist für mich jemand, der jetzt eigentlich wirklich seit 2,5 Jahren an diesem Thema hier im Landtag gearbeitet hat, ist wirklich eine bittere Freude eigentlich, dass es erst diese Bilder benötigt hat. Für uns ist klar, wenn der Umweltminister seinen Job jetzt machen würde, deswegen fordern wir auch im Dringlichkeitsantrag ganz deutlich, der muss jetzt seinen Job machen und das heißt, die Betriebsgenehmigung umgehend zu widerrufen für die Anlage, umgehend zu widerrufen. Und das heißt für uns auch, dass es definitiv kein weiteres Anfang mehr geben darf für diese Anlage ISA 1. Und in diesem Zusammenhang muss nochmal erwähnt werden, der Umweltminister Söder in den letzten Wochen die österreichischen Kollegen aus Österreich sozusagen vorgeworfen, sie hätten keine Ahnung, was in den bayerischen AKW-Anlagen passiert, sozusagen dafür auch gesorgt, dass eine Sicherheitsstudie nicht veröffentlicht wird, wo es um die Gefahren bei ISA 1 geht. Dieser gleiche Minister hat eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht und deshalb ist für uns ganz klar, die Betriebsgenehmigung, die muss entzogen werden und diese Aufgabe, die braucht er nicht nach Berlin delegieren, wie er es in der Presse immer gesagt hat, diese Aufgabe, die hat er zu erfüllen, das muss er machen, das ist sein Job, dafür sitzt er in diesem Ministerium. Der weitere Schritt muss sein, dass eigentlich alle bayerischen AKWs, die weiteren 4 Blöcke, unabhängig und transparente Kontrollen unterzogen werden.
welche Nachrüstungen also anstehen müssen für diese Anlagen. Das muss in den nächsten 2 Jahren, müssen diese Anlagen auf den Stand von Wissenschaft und Technik gebracht werden. Und das muss kurzfristig angeordnet werden und es muss auch angeordnet werden vom Bayerischen Umweltminister. Und zwar zum jetzigen Zeitpunkt, da gibt es auch keinen Wink nach Berlin, das muss hier in Bayern gemacht werden. Wir fordern jetzt weiterhin die Staatsregierung auf, selbstverständlich die Fehlentscheidung der Laufzeitverlängerungen zurückzunehmen. Zusätzlich muss hinzukommen, dass die 7 ältesten Kernkraftwerke in Deutschland, sowie eigentlich der Siedewasserreaktor in Krümmel, in den nächsten 3 Monaten endgültig vom Netz genommen werden, auch nicht nur runtergefahren, vorübergehend endgültig vom Netz genommen werden. Und des Weiteren muss es zu einer Verschärfung kommen beim Atomausstieg, dass man das Übertragen von Reststrommengen nicht mehr zulässt. Dass man klipp und klar sagt, die Anlagen, die abgeschaltet werden, dass deren Reststrommenge auch dann gestrichen wird, dass es nicht dazu kommen wird, dass die Bundesregierung faktisch ein paar Anlagen abschalten lässt und dann diese hohen Reststrommengen durch die Laufzeitverlängerungen nur auf andere AKWs buchen wird. Das darf es nicht geben. Es darf überhaupt keine Umbuchung mehr von Reststrommengen geben, wenn die Anlagen abgeschaltet werden. Im Zeitfenster, da müssen sie auch abgeschaltet sein ohne Umbuchung der Reststrommengen. Ein weiterer Bereich, wo es zu einer Änderung kommen muss, auch zu einer Verschärfung, also neben dieser Erhöhung der Sicherheitsvorlagen, die Ereignisse in Japan zeigen ja auch ganz deutlich, diese Deckungssumme der AKWs in Deutschland von 2,5 Milliarden Haftungssumme ist viel zu niedrig. Die muss umgehend auf 10 Milliarden Euro pro AKW angehoben werden und es muss auch dafür gesorgt werden, dass die in einem öffentlichen Fonds sozusagen liegen und das Geld definitiv wirklich verfügbar ist und das Geld nicht irgendwo in welchen Anlagen investiert ist der Kernkraftwerkbetreiber. Also diese Deckungssumme umgehend erhöhen auf 10 Milliarden Euro pro Kernkraftwerk und es muss wirklich real hinterlegt werden. Ein weiterer Bereich, den wir in unserem Antrag fordern, ist uns auch ganz wichtig, es ist wirklich höchste Zeit, die Energiewende ernsthaft einzuleiten. Und die Energiewende ernsthaft einzuleiten, dass es funktionieren kann. Ich möchte mal darauf hinweisen, meine Vorgängerin, die Ruth Kollegh damals im Landtag, da gab es damals 2007 bereits eine Klimaschutzstrategie für Bayern mit Atomausstieg, wie das funktionieren kann. Und hat bereits damals Zahlen vorgelegt. Und das heißt, dass es ohne weiteres möglich ist, dass man eigentlich bis zum Jahr 2020 die bayerischen AKWs vom Netz nimmt, also im Jahr 2020, das schaffen kann. Wenn man das mal sich in Zahlen anschauen würde, was das heißen würde, wir bräuchten in Bayern einen massiven Ausbau der Windenergie, aber im Bereich der Windenergie ist Bayern wirklich ein Entwicklungsland im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Wenn man sich auf das Land Tübingen verweist oder Rheinland-Pfalz, hat Bayern ein gigantisches Potenzial. Das würde auch heißen, durch einen weiteren Ausbau der Biomasse und was natürlich auch hinzukommen wird, das darf man auch aus Grüner nicht verschweigen, ist in einer Übergangszeit ein Ausbau der Gaskraftwerke. Sind ja bereits im letzten Jahr ist ein Block bei Irsching ans Netz gegangen, weiterer Block folgt dieses Jahr. In diesem Jahr, dass dann die Anzahl zunehmen wird in der Übergangszeit. Und natürlich auch, dass wir dahin kommen müssen, dass Biomasse nur noch in der Form von Kraft-Wärme-Kopplung verwendet wird, also effizienter eingesetzt wird, dass wir auch nicht auch mit erneuerbaren Energien nicht verschwenderisch umgehen können, dass es zu einer Kraft-Wärme-Kopplung-Nutzung kommen muss bei der Biomasse. Ein weiterer Bereich, der auch hinzugehört, und da fand ich eigentlich gestern, als ich die Münchner Runde gesehen habe, in den letzten Minuten, das eigentlich ziemlich unverschämt vom CSU-Kollegen in die Hinsicht, wir würden den Netzausbau bremsen in Bayern. Er sollte mir mal ein Beispiel nennen, wo die Grünen sich gegen den Netzausbau ausgesprochen haben. Er soll mal ein Beispiel nennen, wo jemand gegen den Netzausbau klagt. Das ist einfach nicht Fakt. Es geht darum, dass die Menschen in den letzten Monaten zu Recht durch die Laufzeitverlängerung massiv Bedenken hatten, dass der Netzausbau in erster Linie dafür vorangetrieben wird, um den Atomstrom ins Ausland mitzuverkaufen zu können. Davor hatten sie Angst, aber wenn wirklich der Ausstieg gemacht wird, bin ich der festen Überzeugung, dass es zu einem Netzausbau kommen kann und dass, wenn der sozial- und umweltverträglich gemacht wird, auch gar nichts dagegen spricht. Ein weiterer Bereich ist auch ganz klar, dass es zu einem ökologisch und verträglichen Ausbau der Stromspeichertechniken kommen muss, wozu auch Pumpspeicherkraftwerke gehören. Aber hier ist auch die Aufgabe, der erste Schritt bei der Staatsregierung, wie bereits gefordert, erstmal ein Kataster aufzulegen, wo sind Kraftwerke möglich, um dann abwägen zu können und an bestimmten Standorten auch welche zu bauen. Also für uns ist ganz klar, es kann nicht dabei bleiben, dass man nur für 3 Monate sich jetzt also dann Luft holen kann, die Bundesregierung oder auch die bayerische Staatsregierung, indem sie für 3 Monate die 7 Anlagen sozusagen herunterfährt und einer Prüfung unterzieht. Es muss ganz klar sein, dass diese Anlagen gar nicht mehr ans Netz gehen. Bei ISA 1 muss das definitiv sichergestellt werden. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Debatten der letzten 2,5 Jahre. Es gab eigentlich 3 Argumente, die der Minister immer wieder in den Vordergrund gestellt hat. Es hieß immer, ISA 1 erfüllt alle Sicherheitsstandards, wurde immer wiederholt.
Die nächste Schallplatte war sicher, sicher, sicher. Isa 1 ist auch sicher. Und eine weitere Schallplatte, die er immer wieder aufgelegt hat, dass man eigentlich die Kernenergie, auch Isa 1, noch braucht für den Übergang. Diese drei Schallplatten stimmen definitiv nicht mehr. Er hat sich ja selber überholt sozusagen. Und es zeigt ja auch ganz deutlich, dass man die, wenn man jetzt diese 7 AKWs vorübergehend vom Netz nehmen kann, dass es nicht zu einem Zusammenbruch in der Stromversorgung kommt, dass es möglich ist. Und es ist auch nicht dank dem erfolgreichen Ausbau der erneuerbaren Energien der letzten Jahre. Und für mich ist ganz klar als Politiker, wenn man eigentlich den Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgreicher und schneller ist als geplant, dann ist für mich auch ganz klar, dass der Ausstieg aus der Kernkraft auch schneller gehen muss, als er bis jetzt geplant war. Danke. Ja, schönen guten Tag. Ich möchte zunächst kurz zu den Vorfällen in Japan kommen, auch um auf die aktuelle Diskussion hier einzugehen und auch um auf bestimmte Punkte hinzuweisen, die da durchaus mit dem Reaktor Isa 1 vergleichbar sind. Zum einen glaube ich, im Moment sind die Reaktoren von Fukushima 1 diejenigen, die im Brennpunkt stehen. Die anderen Reaktoren, die davon ebenfalls noch betroffen sind, an zwei ganz anderen Standorten und einen Standort in der Nähe, kommen relativ wenig in der Öffentlichkeit vor, obwohl auch dort sozusagen weitgehende Störfälle stattgefunden haben. Auch wenn dort die Reaktoren allerdings nach den offiziellen Ankündigungen im Moment in einem gesicherten Zustand sind. Aber die sollte man nicht vergessen, die sollte man unter anderem auch deshalb nicht vergessen, weil ja argumentiert wird, es handelte sich um den Reaktor in Fukushima 1, um einen ganz alten. Und deshalb sei sowieso die Sicherheitstechnik von dem überholt. Es handelt sich um Reaktoren verschiedener Bauweisen, Siedewasserreaktoren verschiedener Bauweisen. Das heißt, es ist nicht nur ein alter, das ist Fukushima 1, sondern es sind durchaus auch neuere darunter, die schon auch einen fortgeschrittenen Sicherheitsstandard haben. Was sicherlich das Ergebnis sozusagen oder die Auswirkung von Erdbeben und Tsunami waren, war, dass letztendlich die Reaktorkühlung ausgefallen ist. Das allerdings ist ein Störfall, der kann nicht nur durch Erdbeben oder Tsunami ausgelöst werden, sondern der Ausfall der Reaktorkühlung ist durchaus auch durch interne Störfälle möglich, sodass man auch hier nicht sagen kann, das, was in Japan im Moment passiert, hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Durch den Ausfall der Kühlung hat es halt Flüssigkeitsstandsabfälle in den Reaktordruckbehältern gegeben. Dadurch sind die Brennelemente dort teilweise freigelegt worden, was wiederum zu einem Hüllrohrversagen zumindest für einige Brennelemente, bis jetzt offiziell bekannt gegeben, nur für den Block 2 in Fukushima. Aber das wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch für die anderen Reaktoren dort der Fall gewesen sein, aber mindestens für 1 und 3. Durch die dadurch notwendig gewordene Druckentlastung des Reaktordruckbehälters und auch des Sicherheitsbehälters konnten sich dann Wasserstoffgase in das Reaktorgebäude ausbreiten und haben dort dann zu dieser Explosion geführt. Auch das ist ein Ablauf, der durchaus in Isa 1 oder in anderen Siedewasserreaktoren in gleicher Weise stattfinden kann. Also auch nichts, was jetzt speziell auf die Sicherheitstechnik in Japan zurückzuführen ist. Man hat versucht, sozusagen Abhilfe zu schaffen, indem man mehr Wasser in die Reaktoren gepumpt hat. Noch ist nicht ganz klar, wann, zu welchem Zeitpunkt man versucht hat, dadurch die Brennelemente direkt zu kühlen im Reaktordruckbehälter oder eben den Reaktordruckbehälter von außen durch Flutung des Sicherheitsbehälters. Auf alle Fälle war das Ergebnis bisher, dass man zwar den Ablauf verlangsamen konnte, also man konnte erreichen, dass die Freisetzung nicht auf einmal spontan stattgefunden hat, sondern dass sie langsam stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz, nach allem, was man jetzt weiß, muss man davon ausgehen, dass die Kernschmelze nicht mehr aufzuhalten sein wird, sondern dass sie tatsächlich, und zwar im größeren Umfang, dort auch stattfinden wird. Kernschmelze heißt, dass zunächst sich die Hüllrohre der Brennelemente, also die Brennelemente insgesamt natürlich, und insbesondere auch die Hüllrohre der Brennstäbe
aufheizen, dass sie durch Oxidation zusätzliche Wärme abgeben, die dann sozusagen die Erhitzung des Urandioxides und des Plutoniums in den Brennelementen noch weiter beschleunigt und erhöht. Und dass es dann schließlich zunächst zur Schmelze der Höhlenrohre kommen wird, wahrscheinlich zum Teil schon gekommen ist, und dann eben zum Schmelzen des Kernbrennstoffes. Eindeutige Hinweise dafür ist die Höhe der Ortsdosisleistung, die man in der unmittelbaren Umgebung des Reaktors gemessen hat. Hinweise sind aber natürlich auch die Freisetzungen, die man inzwischen bis Tokio registriert hat. Wobei man darauf hinweisen muss, dass die Zahlen, die hier für die Ortsdosisleistung genannt werden, nur die Strahlenbelastung durch die Direktstrahlung ist. Da ist nicht berücksichtigt, was durch Inhalation in den Körper aufgrund der Freisetzung noch zusätzlich an Strahlenbelastung verursacht wird. Der Stand dort, wie gesagt, ist der, dass in drei Reaktoren von Fukushima 1 die Kerne zumindest teilweise freigelegt sind und dass die Temperaturen langsam steigen und damit auch die Freisetzung radioaktiver Stoffe zunehmen wird. Der Reaktor 4, der ja abgeschaltet war, bevor das Erdbeben eingetreten ist, ist auch ein starker Problemfall. Da kann es vielleicht sogar noch viel eher zu ganz massiven Freisetzungen kommen, weil da, jedenfalls das ist was, was man offiziell weiß, weil da wirklich direkt und massiv das Lagerbecken für die bestrahlten Brennelemente, die aus dem Reaktor entnommen werden, im Laufe des Betriebes des Reaktors, dass das da ganz massiv betroffen ist. Von den anderen drei Reaktoren weiß man es nicht so genau. Man müsste vermuten, dass dort ebenfalls starke Schäden eingetreten sind aufgrund der Wasserstoffexplosionen, die im Reaktorgebäude stattgefunden haben. Aber der Punkt ist der, und das ist wieder die Parallele zu ISA 1, dieses Brennelementlagerbecken liegt halt außerhalb des Containments im Reaktorgebäude, im oberen Bereich des Reaktorgebäudes, das heißt genau da, wo die Wasserstoffexplosion stattgefunden hat. Und in Fukushima 4, also im Reaktorblock 4, ist es ja mehrfach jetzt wieder zum Brand gekommen, laut Pressemeldungen auf jeden Fall. Und da man davon ausgehen muss, dass die Brandlasten, die dort vorhanden sind, relativ gering sind, muss man befürchten, dass möglicherweise es dort auch zu einem Zirkaloi-Brand gekommen sein kann. Das heißt, dass die Höhlenrohre angefangen haben zu brennen. Das kann ab Temperaturen von 900 Grad Celsius passieren. Das ist ein Szenario, ein mögliches Szenario, auf das wir auch in unserer Studie für die Grünen im Landtag hier hingewiesen haben. Was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist, dass man eben nicht diese Vorfälle in Japan jetzt von dem, was in Deutschland möglich ist, trennen kann. Von Betreiberseite wird ja zwar gesagt, das kann hier nicht passieren, weil so ein starkes Erdbeben wird hier niemals auftreten. Das kann hier nicht passieren, weil so ein Tsunami wird es hier nicht geben. Und das kann auch nicht passieren, weil wir hier die besseren Designs der Reaktoren haben. Auf das bessere Design bin ich vorhin hier schon teilweise eingegangen. Man muss allerdings sagen, dass aus meiner Sicht diese Argumentation in die Irre führt, weil natürlich brauchten auch die Reaktoren in Japan eine Genehmigung. Natürlich mussten für diese Genehmigung Sicherheitsnachweise beigebracht werden. Und natürlich wurden diese Sicherheitsnachweise auf dem Stand von Wissenschaft und Technik, der zum Zeitpunkt der Genehmigung aktuell war, tatsächlich auch durchgeführt. Das heißt, man hat dort nach dem vermeintlichen besten Kenntnisstand eine Auslegung der Reaktoren gegen Erdbeben und gegen Überflutung vorgenommen. Und das ist genau dasselbe, was in Deutschland auch gemacht wird. Der Stand von Wissenschaft und Technik, über den man natürlich streiten kann, was er tatsächlich ist. Aber wenn man den nimmt, der offiziell zugrunde gelegt wird, dann sagt der oder ist der auf der Basis des Kenntnisstandes, den man eben in der Wissenschaft hat und in der Ingenieurtechnik hat. Und das bedeutet, dass hier beispielsweise auch bezüglich Erdbeben natürlich genau das Gleiche passieren kann.
Man geht hier davon aus, dass in der Bundesrepublik Erdstöße, die über eine Stärke von 6 bis 7 haben, nicht auftreten können. Entsprechend sind die Reaktoren ausgelegt. Wenn jetzt wie in Japan, dort waren die Reaktoren soweit bekannt für eine Erdbebenstärke von 8 ausgelegt, 9 ist jetzt eingetreten, das heißt mehr als man gedacht hat, also das heißt die Natur hat da den Stand von Wissenschaft und Technik überholt. Genau das gleiche kann in Deutschland natürlich auch passieren. Auf einem niedrigeren Niveau. Dann. Auf einem niedrigen Niveau, allerdings das Erdbeben, die Erdbebenstärke hat ein niedriges Niveau, aber das kann natürlich zu den Ausfällen, zu den gleichen Ausfällen von Kühlmöglichkeiten im Reaktor führen. Kurz zu den Problemen jetzt speziell auf ISA 1 bezogen. Wir haben damals in unserer Studie ja die Auslegungsschwächen, die dieser Reaktor, und zwar gemeinsam mit anderen Siedewasserreaktoren der gleichen Baulinie in Deutschland, hat beschrieben. Das betraf einmal das Reaktorgebäude, das relativ dünne Wände hat. Das betraf den Sicherheitsbehälter, der aufgrund seiner Kompaktheit ein relativ geringes freies Volumen hat, der schwerer zugänglich ist. Das betraf den Kühlmittelkreislauf, ein grundsätzliches Problem der Siedewasserreaktoren, weil der Kühlmittelkreislauf halt nicht auf das Containment beschränkt ist, sondern auch radioaktivitätsführende Kühlwasser in die Turbinenhalle transportiert wird, also beziehungsweise der Dampf in die Turbinenhalle transportiert wird. Das betrifft die Steuer- und Regelstabaktivierung im Falle eines Störfalls, die komplizierter ist als bei anderen Reaktoren. Das betrifft den Reaktordruckbehälter in Bezug auf seine Herstellung und das betrifft den Reaktordruckbehälter in Bezug auf seine Prüfbarkeit, die weniger gegeben ist, als das in anderen Reaktoren der Fall ist. Und schließlich nicht zu vergessen die Werkstoffprobleme, die in ISA 1 ja auch vielfältig aufgetreten sind, in Bezug auf Risse in Rohrleitungen und Komponenten bzw. Armaturen. Das, was ich jetzt eben aufgezählt habe, ist ganz überwiegend oder ist zum Teil überhaupt nicht nachrüstbar, wie beispielsweise der Sicherheitsbehälter. Da kann man nur sozusagen zusätzliche Hilfskonstruktionen sich überlegen, um das Sicherheitsniveau ein bisschen zu erhöhen. Aber im Prinzip gilt für all diese Punkte, dass sie, wenn überhaupt, dann nur sehr schwer nachrüstbar sind und sie auch nur dazu führen, dass das Sicherheitsniveau ein Stück weit angehoben werden kann, was natürlich für einen Betrieb unbedingt notwendig ist. Aber mit diesen Nachrüstmaßnahmen kann mit Sicherheit nie ein Sicherheitsniveau erreicht werden, so wie es heute eigentlich vom Atomgesetz gefordert wird, wenn man einen neuen Reaktor bauen würde. Ein wichtiger Punkt, den wir auch versucht haben aufzuzeigen, ist die Alterung eines solchen Kraftwerks. Und zwar sowohl bezüglich der Werkstoffe, was eben zu vermehrten Rissen führen kann, oder was zu schnellerer Rissinitiierung führen kann. Das gilt aber auch für das gesamte Design. Das betrifft die Auslegungsprobleme, die ich eben geschildert habe. Das betrifft aber auch das Personal, die Kompetenz des Personales und die Dokumentation sowie die Sicherheitsnachweise. Die veralten natürlich und müssen regelmäßig aktualisiert werden. Und zwar aktualisiert werden, wissensbasiert. Das heißt, durch Forschung unterlegt und nicht, wie es in deutschen Anlagen zum Teil immer noch passiert, reagierend, also wenn irgendwo ein Effekt auftritt, dann guckt man mal, was kann die Ursache dafür gewesen sein. Forscht aber nicht intensiv vorher, welche Effekte, die wir noch nicht kennen, können dann auch noch auftreten. Das ist zumindest der Eindruck, den wir auch aufgrund der Antworten der bayerischen Staatsregierung auf parlamentarische Anfragen gewonnen haben, dass das Alterungsmanagement in ISA 1 nicht vollständig umgesetzt worden ist, so wie es eigentlich sein sollte. Sicherheitsrisiko, auch sozusagen manifestiert durch Untersuchungen im Auftrag der Bundesregierung von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Die haben festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit für Gefährdungszustände bei Siedewasserreaktoren wie ISA 1 deutlich größer ist als bei anderen Reaktoren, die in Deutschland laufen. Die Versagenswahrscheinlichkeit des Sicherheitsbehälters, auf den ich eben schon eingegangen bin, ist sehr viel größer als bei anderen Reaktoren. Dadurch die Zeit vom Störfallbeginn bis zur Freisetzung radioaktiver Stoffe
sehr viel kürzer. Das ist ein Punkt, wo die japanischen Reaktoren, die jetzt betroffen sind, gegenüber ISA 1 sogar einen Vorteil haben könnten, weil die ein anderes Containment haben, das heißt einen anderen Sicherheitsbehälter haben, der möglicherweise viel stabiler ist als der, der in ISA 1 ist. Das zeigt sich, dass zumindest in zwei Reaktoren nach den offiziellen Angaben dieser Sicherheitsbehälter die Wasserstoffexplosion ohne Leck überstanden haben soll. Weiterer wichtiger Punkt ist, dass kein Schadensminderungspotenzial aufgrund der Konstruktion von ISA 1 vorhanden ist. Das sieht bei anderen Reaktoren auch besser aus. Flugzeugabsturz ist das sozusagen, worauf sich die bayerische Staatsregierung jetzt ja konzentriert. Da hat es mich vorgestern beim Gucken der Tagesschau sehr verwundert, dass ich dachte, Moment, wer zitiert dich denn da? Beim Hingucken habe ich gesehen, das ist der bayerische Ministerpräsident, der im Prinzip genau das gesagt hat, was wir hier auch bei der letzten und vorletzten Pressekonferenz schon gesagt haben. Zum einen ist eine Wahrscheinlichkeit für einen solchen gezielten Flugzeugabsturz überhaupt nicht wissenschaftlich herleitbar. Zum anderen darf man aber nicht nach der Wahrscheinlichkeit fragen, sondern man muss ganz besonders in diesem Fall nach der Möglichkeit fragen. Und die Möglichkeit, dass so ein gezielter Absturz passiert, die ist halt zweifelsohne gegeben. Und da muss man etwas dagegen tun. Und bei ISA 1 bleibt da halt nur das Abschalten. Gründe dafür sind halt die geringen Wand- und Dachstärken des Reaktorgebäudes, die Auslegungsdefizite, die ich vorhin schon genannt habe, das Schaltanlagengebäude und Maschinenhaus, also Nebengebäude des Reaktorgebäudes, ebenfalls nicht gegen Abstürze ausgelegt sind. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Kernschmelze kommt, wenn denn so ein gezielter Flugzeugabsturz durchgeführt wurde, relativ groß. Wenn Sie in das kleine Bild gucken, was den Unterlagen beigelegt ist, dann sehen Sie da auch noch ein ganz besonderes Problem, worauf ich vorhin schon mal hingewiesen habe, nämlich das Brennelement Lagerbecken, was sich außerhalb des Sicherheitsbehälters, oberhalb des Reaktordruckbehälters befindet. Das ist also das, was ISA 1 zusätzlich ein erhöhtes Gefahrenpotenzial verschafft. Es muss also noch nicht mal zu einer Kernschmelze kommen. Selbst wenn nur der obere Teil des Reaktorgebäudes betroffen wäre, würde es eben zum Auslaufen des Reaktorlagerbeckens kommen und damit dort zu einer starken Erhitzung der Brennelemente, was ebenfalls dann da zu massiven Freisetzungen führen würde. Das hat auch die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesumweltministeriums festgestellt. Das hat auch die Internationale Länderkommission, die im Auftrag von Bayern, Hessen und Baden-Württemberg Flugzeugabstürze begutachtet hat, festgestellt, dass eben bei Reaktoren wie ISA 1 von einer katastrophalen Auswirkung im Falle eines Treffers auszugehen ist. Das gilt jetzt nicht nur für Flugzeugabsturz, sondern man muss sagen, dass das auch für andere Arten terroristischer Angriffe natürlich gelten kann, wenn man Sprengladungen an die richtigen Stellen setzt, wenn man mit anderen Waffen so ein Atomkraftwerk von außen beschießen würde, kann man durchaus ähnliche Effekte erzielen. Jetzt haben wir über ISA 1 geredet. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass natürlich, auch wenn das Gefahrenpotenzial von ISA 1 besonders hoch ist, dass es nicht so ist, dass deshalb für die anderen Reaktoren, die in der Bundesrepublik laufen, also auch für die Reaktoren der neueren Reaktorbaulinien, kein Problem existiert. Die sind zwar besser ausgelegt als diese alten Siedewasserreaktoren, und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu auslegungsüberschreitenden Unfällen kommt, auch geringer, aber sie ist keinesfalls null. Auch das ist etwas, was nicht nur eine Behauptung von uns ist, sondern auch das ist was, was offiziell festgestellt ist, dass es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit auch in diesen Reaktoren für eine Kernschmelze gibt. Aus diesem Grund muss man zum einen sagen, dass auch diese ganz neuen, relativ neuen Reaktoren, wie ISA 2, wie Neckar-Westheim 2, wie Emsland oder Brockdorf, oder auch wie
die nicht ganz so neuen Siedewasserreaktoren in Gundremmingen natürlich von so einem Störfall betroffen sein können und dass sie eigentlich schon dem Atomgesetz von 1994 nicht mehr entsprechen. Das heißt, wenn man auf diese Reaktoren das Atomgesetz von 1994 anlegen würde, wären sie nicht mehr genehmigungsfähig, weil das Atomgesetz damals schon vorgeschrieben hat, dass ein Auslegungsüberschreiten, die Auswirkungen eines auslegungsüberschreitenden Störfalles auf das Anlagengelände beschränkt bleiben muss. Das ist aber auch für die modernen Reaktoren in Deutschland nicht der Fall. Auch da können Freisetzungen weit über, über die Anlagengrenze hinausgehen. Und schon gar nicht in Übereinstimmung sind diese Reaktoren mit dem aktuellen internationalen Regelwerk. Die internationalen Sicherheitsanforderungen, die ja auch für die Bundesrepublik Deutschland dann gelten, sind eigentlich die, dass ein auslegungsüberschreitender Störfall physikalisch ausgeschlossen sein soll oder mit einem so großen Vertrauen in die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten unterlegt sein muss, dass man ihn dennoch praktisch ausschließen kann. Physikalisch ausgeschlossen, habe ich eben schon darauf hingewiesen, ist dieser auslegungsüberschreitende Störfall bis zur Kernschmelze hin bei den Reaktoren in Deutschland nicht. Und die Berechnung einer Wahrscheinlichkeit für solche Störfälle, die ist von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit ebenfalls durchgeführt worden. Und wenn man sich diese Berechnung ansieht, stellt man auch da fest, zum einen sind da gar nicht alle Punkte berücksichtigt worden, wie beispielsweise der Flugzeugabsturz, es sind noch einige andere Punkte, die fehlen, Erdbeben zum Beispiel auch nicht, als auslösendes als auslösender Punkt. Und zum anderen sieht man eben da, wie die Bandbreiten der Berechnung doch ziemlich auseinandergehen, sodass man auch in dieser Hinsicht sagen muss, international, nach internationalen Sicherheitsanforderungen wären diese Reaktoren heute nicht mehr genehmigungsfähig. Und deshalb darf man bei den Überlegungen nicht jetzt bei ISA 1 in Bayern oder bei den Siedewasserreaktoren der Baulinie 69 stehen bleiben. Man muss durchaus auch überlegen, wie man mit den anderen neueren Reaktoren verfahren will.